Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Excel-Tutorial, wieder aus der Reihe Power Pivot, Power Query, Power BI. Und zwar, in dem Fall habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, weil ich euch jetzt hier zeigen möchte, wie ihr KPIs, also Key Performance Indicators, darstellen könnt, beziehungsweise die visualisieren könnt. Ist relativ einfach, aber ja, wie immer, man sollte es erstmal gesehen haben und dann kann man es ja selber mal umsetzen. So, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Also ich habe hier entsprechend einfach Datumswerte in meine Pivot-Tabelle gezogen, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier meinen Total Profit, also einfach meinen Umsatz, beziehungsweise meinen Gewinn in dem Fall, den ich hier an den einzelnen Tagen erzielt habe. Und ich habe dann hier noch ein berechnetes Feld erstellt mit den, also mit den DAX-Measures, also DAX ist die Sprache in Power Pivot. Da kann man über die DateAdd-Funktion zum Beispiel eben diesen Vortag berechnen, das habe ich hier gemacht. Ist jetzt auch nicht sonderlich weiter wichtig. Wenn ihr das allerdings sehen wollt in meinem Video, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann kann ich das mal zeigen. So, ihr seht, diese 11.223 ist jetzt nicht formatiert, aber also in Dollar wie hier, aber es ist genau der gleiche Wert wie hier. Und das zieht sich so durch, immer einen Tag vorher quasi. Ja, und das habe ich hier auch nochmal in Prozent dargestellt, also Delta-Vortag, und habe dann hier einfach mal gesagt, im Wesentlichen ist kein Delta, sondern das Verhältnis. Das heißt, ich habe einfach diesen Wert durch diesen Wert geteilt und mir das anzeigen lassen. Weil ich nämlich wissen wollte, okay, habe ich denn am 2.1. mehr umgesetzt als am 1.? Ja? Sehe ich hier eindeutig nein? Sehe ich hier nochmal prozentual visualisiert nein? Und genau das möchte ich jetzt entsprechend nochmal visuell darstellen. Und zwar in Form von einer Ampel. Ja? Und so kann man das auch machen. Ihr findet unter Power Pivot hier unter dem Reiter KPIs. Also ihr könnt da draufklicken, könnt dann sagen, ich möchte hier eine neue KPI erstellen. So, und könnt dann sagen, in dem Fall, mein Feld ist hier entsprechend mein Total Profit, den ich hier finde. Und mein Measure, also ich habe hier zwei Möglichkeiten, ich kann einen absoluten Wert verwenden oder ich kann mich auf eine Spalte beziehen und auf ich ziehe mich hier auf eine Spalte, nämlich auf diese Spalte hier, Delta Tag, kann also hier sagen, in dem Fall, wenn ich hier runter scrolle, nicht einen Tag vorher, sondern in dem Fall, beziehungsweise einen Tag vorher könnte ich auch auswählen, oder Delta Tag. Aber ich nehme einen Tag vorher, so, habe das jetzt eben als Vergleichsmaßstab und ich sage jetzt hier eben, wenn ich, dasselbe wie hier, aber hier wäre es mit Prozentwerten, hier entsprechend auf den absoluten Wert, wenn ich in dem Fall, ich sage jetzt, hier, so, grün 100%, weil ich möchte nämlich wissen, bin ich mit dem Total Profit am 2.1. im Vergleich zu einem Tag vorher, bin ich über 100%. Das bin ich hier eindeutig nicht, sieht man auch hier nochmal visualisiert, aber nur dann hätte ich gerne eine grüne Farbe, weil nur dann hätte ich ja mehr Gewinn gemacht und dann ist ja alles in Ordnung. Alles drunter ist schlecht. Allerdings kann ich sagen, okay, ich habe eine Schwankung von, sagen wir mal, 10%, die ist nicht schön, aber die kommt vor, also ist es in dem Fall im gelben Bereich, aber alles drunter wäre echt mies, ne? Von den Umsätzen her. So, kann mir dann noch eine Ampel aussuchen hier, kann sagen, okay, ich visualisiere das mal zum Beispiel so, über diese Felder hier, klick mal auf OK. So, und muss jetzt kurz warten. So, und ihr seht jetzt hier, wie ihr sehen könnt, dass hier entsprechend eine, letztendlich Werte zwischen von 1, minus 1 und 0 und so weiter auftauchen, also genau diese drei Farben, und das ist eben noch ein kleiner Bug in Power Pivot, weil entsprechend diese Farben noch nicht angezeigt werden. Ne? Das heißt, was wir tun müssen, ist nichts anderes als, wir müssen mal in unsere F-Units in dem Fall reingehen und sehen dann hier Total Profit, also wir sehen hier entsprechend unsere Ampel oder KPI und können dann mal hier reinschauen und müssen dann nichts anderes tun als den Status einmal anchecken und wieder checken und wir sehen hier entsprechend dann die Visualisierung, ja, so, im Total Profit. Wir können dann hier auch das Ganze noch ein bisschen schöner machen. Zum Beispiel könnten wir sagen, okay, wir hätten das gerne zentriert, ja. Sieht vielleicht besser aus. Und hätten dann auf jeden Fall unsere Visualisierung hier über die Farben, ja. Also so einfach geht das. Einfach in Power Pivot letztendlich über KPIs, entsprechend KPIs verstellen. Und man kann das, wie gesagt, relativ in Bezug auf eine andere Spalte machen. Oder man kann es eben mit absoluten Werten machen. Ich hätte auch sagen können, wenn der Wert über 10.000 ist, nur dann möchte ich einen grünen Kreis haben. Ansonsten möchte ich es eben in einer anderen Farbe, ja. Auch das wäre möglich gewesen. Gut, das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dürft ihr mir gerne ein Abo dalassen oder letztendlich das auch in die Kommentare schreiben. Falls ihr was anders sehen wollt, dürft ihr das auch gerne natürlich immer posten. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.